Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich sitze heute in der Küche. Klar, ich mache mit euch wieder irgendwie so einen Versuch und heute geht es darum, wie kriege ich mein Getränk ganz schnell kühl? Wie komme ich drauf? Ist relativ einfach. Es ist gerade so ganz kurz um Mittag rum und hier sind es mal eben kurz schon wieder 34 Grad. Und ich war gerade eben in der Garage, habe mir ein Getränk geholt. Und was soll ich sagen? Messgerät rein. Ich halte mal die Kamera mit davor. So. Ihr seht das Elend. Das Zeug ist richtig warm. Eklig warm. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das kühl? Die kommen alle drei aus der Garage, alle widerlich warm. Und wir machen jetzt Folgendes. Also, diese hier, die nehme ich jetzt und die bringe ich mal ganz schnell in die Truhe. Also ins Eisfach. Und dann führen wir zusammen einen Versuch durch und am Ende vergleichen wir mal. Also, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das ist die Referenzflasche. Wissen wir, 35,5 oder so. Die beiden bleiben. Boah. Und wir brauchen Eis. Eistopf 1. Eistopf 2. Sie sind zwar verschieden groß, aber es ist genau das gleiche Eis drin. Okay, und jetzt. So. Und so. Ungefähr beide gleich bedeckt. Und jetzt ist die Frage, wie schnell kriegen wir die kühl? Und damit wir einen kleinen Unterschied haben, lassen wir diese so wie sie ist. Also hier kühlt nur das Eis. Und hier machen wir jetzt Physik Magic. Ich nehme noch ein bisschen Wasser, das kippe ich mit drauf. Okay, das war ganz normales Wasser, nicht besonders gekühlt. Also nicht, dass ihr denkt, ich betuppe hier irgendwie. Weil betuppen, das kommt jetzt. Salz. Kurz aufmachen. Und so, ihr wisst, wie das in der Physik ist. Man muss immer ganz vorsichtig sein und nicht zu viel nehmen. Hier nicht. Hier ist Kommando. Viel hilft viel. Also, ordentlich drauf. Und jetzt wird uns das Salz hier kräftig mithelfen. Ich öffne jetzt die Flasche. Wir fangen mal mit dieser hier an. Und wir gucken mal eben, was passiert. Okay. Diese mache ich auch schon mal auf. So. Und ich nehme jetzt wieder die Nahkamera. 35. Geht es noch weiter? 34,9. Okay, klar, das dauert einen Moment. Schauen wir uns die andere Seite an. So, wie sieht es da aus? 33,5. So, also hier bewegt sich schon was. Gut, und jetzt geben wir dem Ganzen mal 2 Minuten Zeit. Zum Glück müssen wir ja auf YouTube nicht warten. Ich mache hier einen Cut und in genau 2 Minuten geht es weiter. So, 2 Minuten sind rum. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich nehme wieder die Nahkamera. Hier sind wir bei 26,8 Grad, 26,5, 26,3, 26. Also es geht jetzt flott runter. Sehr schön, aber 25 ist natürlich immer noch keine Trinktemperatur. Schauen wir uns mal die Seite an mit nur Eis. Wie sieht es da aus? Okay, da ist es noch deutlich wärmer. 2 Minuten sind also zu kurz. Wir hängen noch mal 2 Minuten dran. So, wieder 2 Minuten rum. Schauen wir mal, wie es jetzt in der Abteilung Salz aussieht. So, und jetzt seht ihr, es geht voran. 18, 17, 16. Okay, das sieht schon richtig gut aus. Ich würde sagen, so bei 8 Grad kann man das so langsam trinken. Dann haben wir so Kühlschranktemperatur. Aber ein bisschen was ist es noch. Okay, schauen wir uns die andere Seite an, also nur Eis. So.
geht natürlich das Thermometer wieder deutlich hoch. Und wir können auf jeden Fall schon mal feststellen, na klar, mit dem Eis und dem Salz geht das also deutlich schneller. Okay, gut, oh ja, hier ist es noch richtig warm. Heißt also zusammengefasst, es funktioniert auf jeden Fall mit dem Salz schon mal richtig gut. Jetzt hängen wir noch 2 Minuten dran. Ich stelle das Ganze wieder um und wir schauen mal, wo die Reise hingeht. So, da bin ich wieder. Es sind wieder 2 Minuten rum. Und jetzt schauen wir mal, was hier so passiert ist. So, jetzt kommen wir in die Region, wo man es trinken kann. So, 8 Grad, da wollten wir hin. Und jetzt haben wir sie. Okay, wunderbar. 7, oh, es ist sogar noch kühler geworden als gedacht. Wunderbar. Also, schauen wir jetzt mal, wie es ohne Salz ist. Ui, da ist es doch noch deutlich wärmer. Und jetzt schauen wir uns auch noch an, wie war das mit dem aus der Truhe. Ich hole es eben. So, das hier war unsere gute Flasche aus der Truhe. Ich stelle das mal hier weg und öffne ich die mal. Die hatten wir am Anfang vom Video ja in die Truhe geschmissen. Schauen wir mal, was das gebracht hat. Truhe, Eisfach, ihr wisst, was ich meine. So. So. Wo kommt die hin? Okay, 23,8 Grad. Okay, schauen wir uns noch mal die Flasche an, mit der wir gar nichts gemacht haben. Das war diese hier. Was hat die im Angebot? So. Ne? Immer noch über 30 Grad. Heieieiei. Okay. Also Abkühlung hier ausgeschlossen, 33 Grad werden es locker nochmal, mehr sogar noch. Also wir können zusammenfassen, letztlich Getränke kühlen kein Problem, Getränke kühlen mit Eis wunderbar. Aber wer schnell Getränke gekühlt haben möchte und das in wenigen Minuten, der nimmt nicht nur Eis, sondern ordentlich Salz dazu. Und ihr könnt die Sache dann nochmal beschleunigen, indem ihr das Ganze gut verrührt. Und dann gibt es kühle Getränke. So, also, da soll mal einer sagen, Physik und Chemie kann man im Alltag nicht brauchen. Seht ihr, für kühle Getränke funktioniert das wunderbar. Also, ich werde jetzt erstmal was Schönes, Kühles trinken. Okay? Das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.